Eingeschmissene Scheiben, blanke Zerstörungswut. Innerhalb weniger Minuten ist ein kompletter Straßenzug im Leipziger Stadtteil Konnewitz verwüstet. Von einer Sekunde auf die andere waren circa 200 schwarz gekleidete, die schnellen Schrittes hier durch die Straße gelaufen sind, Hooligans gebrüllt haben und im Sekundentakt Feuerwerkskörper und Pflastersteine und Flaschen durch die Scheiben geschmissen haben. Es waren Hooligans, bestätigt die Polizei später, aus der Fußballszene. Hier im linksalternativen Stadtteil Konnewitz haben sie randaliert. Polizisten sind aber schnell vor Ort, nehmen die Chaoten fest. Dabei hatte die Polizei eigentlich an ganz anderer Stelle mit Ausschreitungen gerechnet, in der Innenstadt, wo sich am Abend bis zu 3.500 Anhänger des rechtspopulistischen Bündnisses Legida versammelt hatten, so viele wie schon lange nicht mehr. Wohl auch, weil Verstärkung von Pegida aus Dresden angereist war. Gemeinsam rufen sie erwartbare Parolen mit Bezug auf Silvester in Köln. Einen Terroranschlag auf deutsche Frauen, auf blonde, weiße Frauen. Am Rande der Legida-Demo wurde eine MDR-Journalistin ins Gesicht geschlagen. Gewalt und pauschale Urteile über Flüchtlinge unerträglich für sie. Tausende friedliche Gegendemonstranten wollten verdeutlichen, Leipzig ist weltoffen. Mit einer Lichterkette. 3,5 Kilometer um den Leipziger Innenstadtring. Ich hoffe, dass das von Leipzig und unserer Stadt auch ausgeht, dass die Mehrheit der Sachsen und die Mehrheit der Ostdeutschen schon gar nicht gleichgesetzt werden können mit den Gidas dieser Welt. Momentan geht von Leipzig, vor allem vom Stadtteil Konnewitz, aber auch eins wieder aus. Ein Bild der Verwüstung, der blanken Zerstörungswut. Rita Steffes-N ist uns in Bonn zugeschaltet. Sie ist Kriminologin und ehemalige Polizeibeamtin in Rheinland-Pfalz und spezialisiert auf den Umgang mit Gewalt und Sexualtätern. Ich grüße Sie. Frau Steffes-N, Experten beobachten, dass Konflikte, die in Deutschland durch die zunehmende Einwanderung entstehen, von allen beteiligten Seiten eigentlich immer aggressiver und gewaltbereiter ausgetragen werden. Wie kommentieren Sie das? Also wir haben tatsächlich soziale Spannungen in diesem Land, die sich jetzt gerade ausgelöst durch diese Vorkommnisse an Silvester in Köln und auch in anderen Großstädten entladen. Aber die Spannungen und die Ursächlichkeiten waren bereits vor Silvester vorhanden. Es wird sich jetzt nur auf dieses Ereignis gestützt und darauf auch weitere Gewalt begründet. Unser Interesse als Gesellschaft muss doch sein, solche Auseinandersetzungen zivilisiert zu führen. Wie kommen wir da wieder hin? Ja, da sind wir jetzt tatsächlich als friedfertige Masse gefragt. Also wenn wir nun die Straße sozusagen der Kriminalität überlassen, egal von welcher Seite sie kommt, ob mit Migrationshintergrund oder ohne, wenn wir uns zurückziehen, wenn wir nicht mit Friedfertigkeit wieder auf die Straßen gehen, unsere Kultur dorthin tragen, dann wird dieser Raum ein Stück weit auch für uns verloren gehen und die Kriminalitätsfurcht wird auch steigen und die Menschen werden sich noch weiter zurückziehen. Also ich denke, es ist jetzt ein wichtiger Punkt, gerade auch wegen anstehender Feste, dass wir wirklich jetzt mit Friedfertigkeit wieder auf die Straße gehen. Weshalb gab es eigentlich nicht von Anfang an schonungslose Offenheit darüber, welcher Herkunft beispielsweise die Verdächtigen sind, die in Köln Silvester für die Gewalt gegen Frauen verantwortlich sein sollen? Also das sind natürlich Fragen, die kann ich jetzt nicht so dezidiert beantworten. Es gibt dafür viele Gründe. Es gibt durchaus die Gründe, weil wir diese Spannungslagen rund um die Thema Flüchtlinge und Pegida und Gegenbewegungen haben in Deutschland, dass jetzt quasi kein Öl ins Feuer gegossen werden sollte, dass das also diesen Hintergrund hatte. Es kann sein, dass die ersten Ermittlungsergebnisse abgewartet werden wollten, weil das ja auch für die Polizei ein sehr chaotischer Zustand in dieser Nacht war. Es wird ja auch als chaotische Einsatzlage von uns als Bevölkerung wahrgenommen, die Polizei als handlungsunfähig von uns bezeichnet. Und da musste vermutlich jetzt auch erstmal ein Raum gegeben sein, um sich ein umfassendes Lagebild zu ermöglichen und dann erst mit vernünftigen Informationen an die Öffentlichkeit zu treten, bevor es spekulativ wird. Ja, vielen Dank, Frau Steffes-N.